Vor knapp 500 Jahren malte der Wittenberger Künstler Lukas Cranach der Ältere die sogenannte Traubenmadonna. 1953 kam das Gemälde als Dauerleihgabe der Payerschen Tobias-Stimmer-Stiftung in die Sammlung des Museums zu Allerheiligen und gehört seither zu dessen bedeutendsten Kunstwerken. Cranachs Traubenmadonna ist von einer exquisiten Qualität. Doch ihr hohes Alter hat Spuren hinterlassen. Wie bei den meisten Gemälden entstand altersbedingt ein Krakelé, ein Netz von feinen Sprüngen in der Bildschicht. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Traubenmadonna wohl mehrfach mit scharfen Mitteln gereinigt, wodurch sich die feinen Sprünge zu kraterartigen Furchen ausweiteten. Vor etwa 100 Jahren deckte ein Restaurator diese Furchen mit groben Retuschen zu, die jedoch stark nachdunkelten und auf dem Bild eine dichte, fleckige Struktur hinterließen. Auch vergilbte der damals aufgetragene Firnis. All dies minderte die vorzügliche Qualität des Kunstwerks. Im Sommer 2020 gab ein Restaurierungsprojekt dem anmutigen Andachtsbild die verdiente Wertschätzung zurück. Bei dieser Arbeit darf weder mit chemischer noch mechanischer Einwirkung originale Bildsubstanz gefährdet werden. Jedoch sind hier die fast 500 Jahre alten originalen Bildmaterialien sehr resistent und die heutigen Mittel und Methoden sorgfältig erprobt. Somit können die viel jüngeren Zutaten gut abgelöst werden. Unter dem Mikroskop wird ein Tropfen eines Lösemittelgels mit einer Zahnstocherspitze auf die Retusche gebracht. Nach kurzer Einwirkzeit kann diese sauber abgetragen werden. So werden nach und nach die vielen dunklen Retuschen entfernt. Ebenso kommt der vergilbte Firnis weg. Das gereinigte Bild zeigt nun entlang der Krakelé-Sprünge zahlreiche kleine weiße Schadstellen. Diese Beschädigungen reichen durch die feinen Farbschichten hindurch bis auf die weiße Kreidegrundierung. Es sind die Folgen unsachgemäßer Behandlungen im Verlauf der langen Geschichte des Bildes. In einem weiteren Schritt erfolgt die erneute Retuschierung. Punktgenau werden die kleinen weißen Schadstellen mit Aquarellfarben retuschiert und optisch zurückgedrängt. So erhält die Malerei ihre Geschlossenheit zurück. Dabei sollen aber keineswegs die natürlichen Alterungserscheinungen übermalt werden. Nach dem Auftrag eines dünnen Schlussfirnisses wird das Bild wieder in seinen Rahmen montiert. Eine neue Spezialverglasung schützt zudem vor möglichen schädlichen Einflüssen. Cranachs Traubenmadonna zeigt Maria mit dem Jesuskind, das von einer Weintraube ist. Die Traube steht für den Wein, der im Abendmahl getrunken wird. Cranach wiederholte in seinem Werkstattbetrieb solche Motive immer wieder. Damit konnte er eine breite Kundschaft bedienen und genau die Traubenmadonnen waren eines seiner erfolgreichen Produkte. Die Schaffhauser-Version wurde wohl für einen privaten Rahmen gemalt. Seine Originalität bezeugte Cranach mit der geflügelten Schlange, die er oben rechts anbrachte. Es ist sozusagen das Brand seiner Werkstatt. Nach einer wissenschaftlichen Voruntersuchung am Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft in Zürich und einer Expertenrunde entschied man sich aufgrund der positiven Ergebnisse für die Restaurierung. Finanziert wurde sie schließlich von der Payerschen Tobias-Stimmer-Stiftung Schaffhausen, der Eigentümerin der Traubenmadonna. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Restaurierung kommt die qualitätsvolle Malerei der nun bald 500-jährigen Traubenmadonna von Lukas Cranach wieder deutlich zum Ausdruck. Die zurückhaltenden Retuschen haben den Figuren ihre Ruhe und Anmut zurückgegeben, sodass für eine lange Zeit einer ungestörten Betrachtung dieses feinsinnigen Kunstwerks nichts mehr im Wege steht.